Der Sonntagskrimi, der geht bereits am Samstag in Linz über die Bühne. Ein Fall für zwei und einer der beiden Hauptdarsteller, nämlich Andreas Babler, der steht jetzt innerparteilich bei einigen Genossen ordentlich in der Kritik. Grund dafür ist ein Interview, das 3 Jahre alt ist, mit dem PR-Berater Rudi Fussi. Und Babler sagt in diesem Video aus dem Jahr 2020 angesprochen auf die EU, sie sei das aggressivste außenpolitische Konstrukt, das er kenne. Er fände die EU überhaupt nicht leiwand und er vergleicht die Doktrin auch darin mit der NATO. Jetzt sagt Babler allerdings, die Aussagen wären überzogen gewesen, semantische Spitzfindigkeiten würde man jetzt üben. Selbstverständlich würde er eine proeuropäische Haltung hier auch unterstreichen und keinesfalls strebe er einen EU-Austritt oder ähnliches an. Kritik gerade von einigen SPÖ-Sympathisanten gibt es dennoch. Professor Pelinka, der nie als großer Freund Bablers gegolten hat, wirft ihm hier ein naives Geschichtsbewusstsein auch vor. Und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der meint, der künftige SPÖ-Chef, der müsse auf alle Fälle proeuropäisch agieren. Ein anderer, der als Unterstützer Bablers gegolten hat und das auch weiterhin tun möchte, ist der ehemalige Spitzendiplomat, nämlich Wolfgang Petritsch. Er sagt, solche Schwurbeleien hätte es vor allem immer wieder bei sehr Linken in der SPÖ gegeben, bei EU-kritischen Menschen. Und hier werde Babler auf alle Fälle dazulernen. Man wird auf alle Fälle sehen, ob die Aussagen von Babler hier irgendwie Auswirkungen haben auf die über 600 Delegierten und auch, ob es in weiterer Folge vielleicht aus dem Babler-Lager gegenüber Hans-Peter Doskozil, der sich diesbezüglich nicht äußern wollte, es auch ein Video oder Passagen eines Interviews gibt, das vielleicht nicht Everybody's Darling sein könnte. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wer Everybody's Darling am Samstag sein wird, ob es danach tatsächlich Ruhe einkehren wird, ob es in Linz beginnt oder ob die Schmutzkübel weiter wechselseitig geworfen werden von beiden Lagern. Wir werden es sehen. Der SPÖ-Vorsitzkandidat und Dreiskirchener Bürgermeister Andreas Babler erntet Kritik für sein Wettern gegen die EU in einem nun aufgetauchten Video aus dem Jahr 2020. Nikolaus Scherak, Vizeklubchef der NEOS, zeigte sich ob der Aussagen mehr als irritiert und wirft Babler dumpfen EU-Populismus vor. Bablers Kontrahent Hans-Peter Doskozil will dazu keinen Kommentar abgeben. Die außenpolitische Linie der SPÖ war ja in den letzten Monaten oft schon eher zum Fürchten. Aber es geht offenbar noch schlimmer, schreibt Scherak auf Twitter. Wer so über die EU redet, überholt sogar die ÖVP in ihrem dumpfen EU-Populismus und lässt mehr als irritiert zurück. Nicht zu Bablers Aussagen äußern wollte sich der burgenländische Landeshauptmann Doskozil, der die SPÖ-Mitgliederbefragung knapp gewonnen hat und nun am Samstag bei einer Kampfabstimmung mit Babler um Parteivorsitz und Spitzenkandidatur rittert. Man konzentriere sich weiter ganz auf unsere Themen und Ziele, wie man es den gesamten Prozess der Mitgliederbefragung übergehalten habe, heißt es aus Doskozils Team gegenüber der APA. Babler nennt die EU in dem aus dem Jahr 2020 stammenden Videomitschnitt etwa das aggressivste außenpolitische militärische Bündnis, das es je gegeben hätte. Ich wollte mich da zurücknehmen, weil es ist jetzt gefährlich. Du triffst einen harten Punkt, der mich aber jahrelang beschäftigt hat, nämlich, dass ich diese Europäische Union überhaupt nicht leiwand finde. Also ich war in dieser Bewegung gegen dieses Konstrukt aktiv, ein neoliberalistisches, protektionistisches, konkurrenzaufbauendes gegen den US-amerikanisches Konstrukt in der übelsten Art und Weise. Und wenn wir gesehen haben, das aggressivste außenpolitische militärische Bündnis, das es je gegeben hat, mit Beistandsverpflichtungen, man wirtschaftliche Interessen von Mitgliedsländern außerhalb der Europäischen Union, also schlimmer als sozusagen, was die NATO vorgegeben hat, sozusagen in der Doktrin. Er sei schon in der Bewegung gegen dieses Konstrukt aktiv gewesen. Babler sah ein imperialistisches Projekt mit ein paar Sozialstandards. Für einen EU-Austritt warb der Bürgermeister freilich nicht, es gehöre das Konstrukt der EU geändert. In seiner Zeit in der sozialistischen Jugend war er noch gegen einen Beitritt zur Union aufgetreten. Von einer Tageszeitung mit seinen damaligen Aussagen konfrontiert, meint Babler nun, am Weg in die Sozialunion sei eine Reform der europäischen Verträge notwendig. Mit dieser Forderung befinde er sich in guter Gesellschaft mit vielen sozialdemokratischen Regierungschefs. Sehr kompetente Antwort, Herr Dr. Babler. Vielen Dank, Natascha Strobel. Ich wollte mich da zurücknehmen, weil es ist jetzt gefährlich. Du triffst einen harten Punkt bei mir, der mich jahrelang beschäftigt hat, nämlich, dass ich diese Europäische Union überhaupt nicht leiwand finde. Also ich war in dieser Bewegung gegen dieses Konstrukt aktiv, ein neoliberalistisches, protektionistisches, konkurrenzaufbauendes gegen den US-amerikanisches Konstrukt in der übelsten Art und Weise. Und wenn wir gesehen haben, das aggressivste außenpolitische militärische Bündnis, das es je gegeben hat, mit Beistandsverpflichtungen,
man wirtschaftliche Interessen von Mitgliedsländern außerhalb der Europäischen Union, also schlimmer als sozusagen, was die NATO vorgegeben hat, sozusagen in der Doktrin. Also wirklich mit den Außenangriffen und mit Radien, der der Neumann damals als deutscher NATO-4-Sterne-General, der das sogar da öffentlich gesagt hat, waren da wirtschaftliche Interessen gefährdet sind, dann fahren wir raus. Und wenn man sich anschaut, was alles passiert ist mit Maastricht-Kriterien und was sozusagen dann das Dogma war, das Neoliberale in der EU, in der Sozialdemokratie war das ja alles so befreit, da warst du sozusagen ein böser Mensch, wenn du nicht für die EU, weil die bringt Frieden und so. Also wirklich so dieses Scheißargument sozusagen immer so auf diese Schichten. Natürlich ist wichtig, dass man Frieden gehabt hat mit der Eisenmontanunion und dass man die zweckmäßig ökonomisch damals zusammenbunden hat, damit die möglichst wenig raffen und sie den Kuchen aufteilen. Aber nicht unser Konzept, kein soziales Konzept, keine Losung der Vereinigten Staaten von Europa sozusagen in dem Sinne, wo wir das gelesen hätten einmal, sondern wirklich eine Fragestellung, ein imperialistisches Projekt, wenn ich das marxistische Projekt, das sozusagen ein paar Sozialstandards hat und die Sonntagsreden seit damals, seit den 90er Jahren, sozusagen der Neoliberalismus ist nicht sehen, man muss den Sozialstaat, die Sozialstandards halten, immer in der Abwehr halten. Was da alles gekommen ist, Ende der 2000er mit MAE, das haben wir alles schon verdrängt, das sind alles EU-Konstruktionen, die da mitgemacht werden und offensiv betrieben werden. Und das ist die Fragestellung. Man ist sozusagen nicht unbedingt sozialistischer Internationalist, wenn man für das Konstrukt der Europäischen Union ist. Diese Kritik muss man jetzt allein rudern. Also das stelle ich schon in Frage, dass man für die EU ist. Da wäre ja gleich wahnsinnig. Man ist für Internationalismus. Und dieses Konstrukt der Europäischen Union gehört gegen. Nicht der europäische Geist, nicht der europäische Zusammenhang. Die Solidarität unter Völkern und zu gerechten Bedingungen, die Re-Regulierung des sogenannten freien Weltmarktes. Also all das, was unsere Grundsätze sind, sind nicht im Konstrukt drin. Bis zu, erinnert euch durch, Point für Point, Dienstleistungsrichtlinien, Militarisierung der Europäischen Union, Rüstungsausgabensteigerungen über 10-15% in der Finanzkrise, das Konstrukt des sogenannten EU-Rettungsschirms mit 4 Milliarden nach Griechenland, wo die westeuropäischen Ausfallshoffnungen der Banken und Versicherungen deckt worden sind und gleichzeitig in Griechenland die Kindersterblichkeit entgegengegangen sind und die Leute nichts zum Essen gehabt haben. Das ist die Europäische Union in der Auswirkung. Und das sind die Sozialdemokratinnen in der Regierungsspitze damals gewesen, auch bei uns, ja, wurscht, was die Funktionen das gehabt haben, die das System mitentwickelt haben. Nicht zum Schauen, wie kriegen wir die Leute raus, wie stützen wir die Volkswirtschaft, wie investieren wir in den Tourismus, in die Pharmaindustrie, weil das so ein wichtiger Zweiger ist in der Finanzkrise damals auch für Griechenland, wie investieren wir das, sondern wie schaffen wir ein Konstrukt, dass unsere westeuropäischen Banken und Versicherungen, die jahrzehntelang Milliarden geschäffelt haben, sozusagen dann ja nicht hocken bleiben und dass der Steuerzahler und die Steuerzahlerin, also wir Menschen, diese Krise zahlen. Das war die Aufgabe. Und darum bin ich auch so ein bisschen emotional, da könnte man ganze Sendung machen. Als Internationalist muss man dieses Konstrukt in Frage stellen. Genauso radikal, wie ich es vorher gesagt habe, in der Systemkritik. Nicht zum Raffen, bitte gibt uns ein bisschen mehr Sozial- oder baut es nicht so schnell an und statt nicht so schnell Gesundheitsstandards, Bildungsstandards, aber vor marktliberal. Ja, die haben uns damals gesagt, Preisstabilität ist das Dogma. Preisstabilität in den 90er Jahren. Wenn man sich anschaut, wie sie die Preisstabilitätsrate in den Mitte 90er Jahren halbiert haben, und dann haben sie uns gesagt, Preisstabilität, dann wird sie die ökonomische Stabilität, also Arbeitslosigkeit, dann wird sie die ökologische Stabilität, dann wird sie alles einstellen, das ist unser Dogma. Die Preisstabilität hat sich damals halbiert und die Arbeitslosigkeit ist gestiegen und alle anderen Geschichten sind auch erobert worden. Und das ist die Wahrheit sozusagen auf dem Tisch, wie radikal dieses Konstrukt ist. Und da kann man gute Sachen dran finden. Ich finde es auch gut, dass man ansetzt an einen europäischen Gedanken, der darf aber nicht sozusagen am Schreibtisch der Täterinnen des Marktliberalismus passieren. Und das ist auch das, was das führt uns wieder zurück, das muss ich mit der Emotionalität wieder ein bisschen runterbringen, das führt uns zurück, was der Anspruch an der Sozialdemokratinnen ist. Ihr könnt auszucken, wenn ich mir die Bilanzen anschaue von unseren Vertretern, die da international machen, was einer wichtig ist oder nicht wichtig ist. Da gibt es wichtige Beschlüsse, die wichtig sind zum Abfedern, zum Initiativanträgen, aber das Konstrukt haben wir in Frage gestellt. Deswegen waren wir damals so kritisch, 1994, 93, bis es dann gegangen ist, sozusagen um diese Konstruktionen. Das habe ich mir bis heute bewahrt und wir sehen auch, wer Krieg geführt hat. Jetzt fange ich nicht an mit Jugoslawien und was weiß ich was, wer da alle dabei war.